Geld. Heute geht's ums Geld. Ja, lieber Rasenfreaks, ich habe mal aufgeschrieben, was ich so für meine 800 Quadratmeter Rasenfläche an Geld benötige, wie viel ich so pro Jahr für meinen Rasen ausgebe. Ich bin schockiert, das ist doch eine ganze Menge. Was brauchen wir? Wir brauchen Dünger, wir brauchen Wasser, wir brauchen Sand, wir brauchen Chemie, die ganzen Pflanzenschutzmittel. Wir brauchen Nachsaat, also Grassamen für die Nachsaat. Wir brauchen Benzin für die Maschinen. Wir brauchen Geld, um unsere Maschinen auch kontinuierlich zu warten. Ob das jetzt Öl ist, ob das neue Untermesser sind, ob das jetzt irgendwelche Ersatzteile sind, wenn was kaputt gegangen ist. Wir brauchen auch das Humic Acid als Sonderstoff, hier mal als Sonderposten mit aufgeführt. Die Huminsäure, die wir jetzt ja das erste Mal einsetzen wollen. Bin gespannt. Ja, und das macht dann, summa summarum gerechnet, ich brauche für meine 800 Quadratmeter ungefähr 6 Säcke Dünger pro Jahr. Das sind 4 Säcke NPK-Dünger, mindestens einen, vielleicht auch 2 Säcke Eisendünger. Und vielleicht noch einen Spezialsack Kaliumdünger. Also ich rechne jetzt mal mit 6 Säcken pro Jahr. Die kosten ungefähr 60 Euro pro Jahr, macht 360 Euro. Dann haben wir Wasser. Ich habe leider keinen Brunnen. Aber wenn man einen Brunnen hat, muss man natürlich die ganzen Kosten für das Spülen des Brunnens, für den Betrieb des Brunnens dazu rechnen. Ich nehme Leitungswasser, leider, weil wir hier keinen Brunnen spülen können. Wir haben glücklicherweise einen sehr, sehr günstigen Wasserpreis von nur 60 Cent pro Kubikmeter. Ich brauche ungefähr zusätzlich zum Regen, das hängt natürlich sehr davon ab, ob es jetzt ein feuchter oder ein trockener Sommer ist. Jetzt setze ich mal meine 400 Kubikmeter an, die ich so im Durchschnitt in den Jahren immer benötigt habe. 400 Kubikmeter Wasser pro Jahr macht 240 Euro. Dann der Sand. Sand ist ein großes Problem. Man kann natürlich auf der einen Seite Quarzsand nehmen. Quarzsand ist sehr, sehr teuer. Den gibt es hier bei uns in der Nähe. Schlingmeier, eine Firma, die in der Nähe Quarzsand gewinnt aus dem Boden. Kostete die Tonne mal 90 Euro. 4 Tonnen brauche ich mindestens, um meine Rasenfläche einmal sauber abzusanden und auch die Löcher mal zu füllen, wenn ich verifizieren will. Das ist ein sehr, sehr teurer Posten. Wenn ich Sand aus der Sandkuhle kaufe, ist der Sand zwar günstig, wenn ich ihn anfahren lasse mit dem LKW, kostet aber die Anfahrt wieder richtig viel Geld. Also das sind so roundabout 360, das ist 400 Euro sein. Genau, wir machen das mal ein bisschen runder. Machen wir ein bisschen runder hier. 100 Euro pro Tonne. Dann sind das hier 400 Euro, genau. Ja, also 400 Euro gebe ich auch für Sand aus. Brutal. Ja, Chemie muss auch sein, Pflanzenschutzmittel, Unkrautvernichter, vielleicht das andere, ein oder andere Mittelchen, Wet Aging, mal gucken, was wir so machen dieses Jahr. Also setze ich mal 100 Euro an. Diese Chemie, diese ganzen Mittelchen sind auch relativ teuer. Dann unsere Nachsaat. Ich will unbedingt zweimal im Jahr nachsehen dieses Jahr. Da kostet leider dieser Fairway-Nachsaat-Sack, diese 25 Kilo, kosten mich 170 Euro. Das ist auch schon ein relativ heftiger Posten. Dann das Benzin für die ganzen Maschinen. 10-mal, ja, lass es 12-mal sein. 12 Liter Kanister, 10 bis 12 Liter Kanister, 60 Liter. Sind ungefähr 100 Euro Benzin. Wartung, ja, Wartung ist halt ein sehr schwieriger Posten. Da weiß man nie, was auf einen zukommt. 200 Euro können zu viel oder zu wenig sein. Keine Ahnung. Und dann das Humic Acid mit 100 Euro. So, das macht ungefähr 300, 360, 560, 600, 1000, 1100, 1200, 1270, 1370, 400, 500, 670. Runden ein bisschen ab, geht einfacher zu rechnen. 1600 Euro pro Jahr gebe ich im Durchschnitt ungefähr für meinen Rasen aus. Bei 800 Quadratmeter macht das 200 Euro pro 100 Quadratmeter. Also 2 Euro pro Quadratmeter. Also das ist eine coole Zahl hier. Die nehmen wir mal rein. Das heißt
circa 2 Euro pro Quadratmeter. Ja, 2 Euro pro Quadratmeter, das ist eine gute Zahl, damit kann man rechnen. Dazu kommt natürlich noch der Zeitaufwand, den man natürlich auch in Geld ausrechnen kann. Das habe ich auch nochmal errechnet. Wie viel Zeit investiere ich eigentlich so pro Woche in der Saison in meinen Garten, in meinen Rasen? So, ich habe mit 25 Wochen gerechnet. Circa 3 Stunden pro Woche investiere ich in meinen Rasen, sind 75 Stunden Mähen. Dann kommen nochmal 4-mal pro Jahr Vertikutieren dazu, 1,5 Stunden, sind 6 Stunden. Dann kommt noch das Aerifizieren dazu, will ich jetzt auch 4-mal im Jahr machen, nochmal 3 Stunden pro Runde. Das sind nochmal 12 Stunden. Dann haben wir das Sanden, das ist auch sehr, sehr, sehr aufwendig. 4-mal im Jahr möchte ich schon sanden, sind 8 Stunden, also den ganzen Tag brauche ich locker fürs Sanden. 32 Stunden, dann das Topdressing nochmal dazu. Auch 4-mal im Jahr möchte ich topdressen, das heißt, ich glaube, dieser Sandposten, der ist nicht ausreichend. Das sind 8 Stunden, dann noch so ein bisschen düngen, Unkraut bekämpfen, das Humic Acid nochmal draufhauen. Und auch nochmal 16 Stunden gerechnet. Ja, Platzpflege noch dazu, ungefähr 10 Stunden für die Platzpflege. Macht ungefähr 160 Stunden Arbeit pro Jahr. Das war's soweit, Freaks. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Bleibt dran, abonniert mich, freut mich sehr. Kommentiert meine Videos und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak. Tschüss.